Hallo, liebe Zuschauer, Dawn of Sorrow. Ja. Castlevania, weiter geht's. Wir wollten nach oben gehen. Ja, ich wollte nach oben gehen. Aber keiner hat was Negatives geschrieben. Geh nicht nach oben. Schon okay. Die sind gefährlich, die Viecher. Ich renn jedes Mal rein. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir langsam einen Speicherpunkt wieder. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Dann Nachrichten. Seele haben wir auch noch nicht. Naja, immer wenn hier 100% für den Seelen geht, dann hat man eh einiges zu tun. Dann haben wir jetzt die beiden Bereiche tatsächlich verbunden, oder? Sehr schön. So langsam ergibt das Castle einen Sinn. Sword, das bringt doch bestimmt nichts, oder? Nee. Yep. Hier können wir jetzt natürlich rein. Und hier durch, klar. Gleiche hier. Okay, aber wir müssen zurück. Wir haben den Bereich hier noch nicht zu Ende erkundet. Die Subterranean Hell. Hell. Schneller, der Lümmel. Allein schon für die Kohle hat es sich gelohnt. Oh, das ist... Das war wieder so typisch für mich. Ah, sehr gut. Yes, level up. That's the way I like it. 77 plus 23. Derjenige, der mir die Lösung zuerst in die Kommentare schreibt, gewinnt meine volle Aufmerksamkeit.
erstmal den Gang zu Ende an hier. Was wir hier noch so finden. Speicherpunkt zum Beispiel. Nein, und Medusenköpfe. Fuck you, Medusenköpfe. Die blauen sind ja schon schlimm, aber die gelben, die sind ja noch schlimmer als schlimm. Hin. Kann ich da noch nicht hoch? Kann sein, dass man hier auch die Eulen, den Eulenmorph braucht, um hier weiterzukommen. Hin. Nee, ich sehe da keine Plattform. Definitiv Eulenmorph. Oder irgendwas, was fliegen kann. Oh, dann sind wir mit dem Bereich auch schon wieder durch. Was war da hinten nochmal? Ach, hier geht's noch weiter. Was willst du von mir? Time Stop? Ja, kann ich. Silenced Ruins. Oh mein Ding. Ah, das war der Bereich mit der geilen, mit dem geilen Remix von Vampire Killer. Na, gefährlich. Lass mal hier weiter gucken. Ach ja, das Spielchen schon wieder. Richtig? Ich muss den hier nochmal tun. Ah ja, ja, Moment mal. Ich muss das, glaube ich, da oben dann im richtigen Moment zur Explosion bringen. Genau. Yeah.
Rare Ring. Was macht denn der? Gibt mir schlechtere Werte. Gut, auch ein Luck Ring. Das ist, glaube ich, der Arcana Ring. Aber hier halt nur einen anderen Namen. Seite gucken. Alles voller Skellerings. Du warst ein Gorgon. Einfach nur die Verbindung zwischen den Gängen. Gut, 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 gut. Nichts verkehrt gemacht. Oh, Poisken. Weiter geht's. Bloß keine Schwäche von Deutschen. Das war der Dead Crusader. Nee, der... Final Knight, den wir brauchen. War doch der Final Knight, ne? Für das Final Sword. Das ist ein größerer Gegner. Definitiv größer. Feichling! Bevor wir da in den nächsten Bereich gehen, gehe ich nochmal unten gucken. Dann legt's rücklatschen. Was soll's. Über diesen Crusader muss man eigentlich nur drüber springen. Weil von vorne ist der nicht verletzbar. Warum springe ich eigentlich jetzt hier in jeden Gegner rein? Habe ich gerade einen Hund erschlagen? Ein Hund und sein Herrchen? Wollte ihn nicht. Deadmate. Ich glaube, der Deadmate heißt... Im Deutschen heißt der Friedhofswärter. Tolle Übersetzung. Obwohl, vielleicht ist Deadmate die englische Bezeichnung für Friedhofsgärtner. So im Slang oder so. Umgangssprachlich. Oh. Touchscreen. Touchscreen. Cutscene. Irgendeine. Julius. Mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen. Oh nein, nicht Dario schon wieder. Nein. Was, war's da schon? Bist du schon fertig? Ja, so viel zum legendären Belmont. Erzähl doch, was du willst. Hey, Punk! Warum nennt er uns eigentlich immer noch Punk? Hat der letztes Mal nichts gelernt, wo wir den Arsch aufgerissen haben? Mhm. Okay, noch will er nicht gegen uns kämpfen. Aber oben im Thronraum. Ja, ich werde da hinkommen. Irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Ach, pass auf dich auf. Er ist tough. Gerade für mich, wo ich keine Magic Seals benutzen kann, was natürlich sehr schade ist. Halt durch, Julius. Okay.
Yep. Nein, ich werde dich nicht enttäuschen. Danke. Aber geht's hier noch weiter, der Weg? Können wir nochmal mit dir reden? Nee. Dann bleibt er da hocken. Faulen Hund. Haben wir mal einen Speicherpunkt? Yay! Guck ja, wie gerufen. Können wir direkt auch ein Päuschen an der Stelle machen. Also Dario wartet ganz oben auf uns. Das ist ungefähr, na, wenn ihr euch die Karte anguckt, der mittlere Bereich wirklich nochmal ganz oben. Da gibt es auch noch einiges, was wir aufdecken können. Und das findet dann der Endkampf ja tatsächlich in dem Raum statt, wo man am Anfang von Symphony of the Night gegen Dracula kämpft. Das ist der gleiche Raum. Mhm. Also, das war's für heute. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.